So, wir wollen heute Ebenengleichungen mal umwandeln, weil man sieht, wenn die in der parameterfreien Form wie 4x1 plus 3x2 plus 0x3 ist gleich 4 dastehen, wobei ich den blauen Teil extra mal reingeschrieben habe, weil der vorher nicht drin stand und man stolpert und sagt, wo ist denn mein yz und x3 oder sonst was, dann ersetzt man das einfach durch 0 mal das, was fehlt. Und man kann hier an dem Ding nicht so richtig ablesen, worum es geht. Das heißt, normalerweise sagt man, ich habe einen Stützvektor und da habe ich zwei Spannvektoren drauf und da habe ich meine Ebene dazwischen. Das ist aber hier nicht ablesbar. Was Schickes ist, ich kann mir nur den normalen Vektor ablesen. Das sagt mir aber noch nichts, wo die Ebene im Raum liegt und wie sie liegt und ob sie überhaupt liegt. Und deswegen diese Umwandlung von parameterfrei, so wie sie hier steht, in die Parameterform. Und jetzt gibt es einen einfachen Trick. Ich sage einfach, weil bei der Parameterform steht ja zum Beispiel S mal und dann Tralala-Vektor plus T mal Hopsasa-Vektor und so weiter. Da muss ich hinkommen und ich brauche irgendwie S und T. Und jetzt kommt große Trick. Wenn einer von den dreien fehlt, dann muss ich sagen, ich ersetze einfach das x1, sage ich gleich einfach S dazu. Sage ich x2 soll T. Wenn ich das so mache, dann falle ich auf die Nase. Also das kann schief gehen. Das geht nur, ich könnte auch meinetwegen noch x3 nenne ich noch U oder sonst was. Das geht nur, wenn alle drei ungleich 0 sind. Also wenn hier U oder T oder S zu erwarten ungleich 0 ist. In diesem Fall kann ich das so, also nicht ganz so angehen, aber es funktioniert grundsätzlich, wenn wir Folgendes machen. Und zwar, ich sage einfach, einen von den dreien, den muss ich auf jeden Fall ersetzen. Ich sage einfach mal x3 sei S, bleiben wir bei S und T. Und dann schnappe ich mir entweder x1 oder x2, ist egal. Welchen nehmen wir? Nehmen wir x2. Sagen wir einfach okay und x2 sei T. Das sage ich einfach. Das sei so, schreibe ich einfach mal dahinter. Und dann kann ich mir folgende Gleichung aufstellen. Dann kann ich sagen, naja gut, wenn das so ist, dann setze ich das ein. Und zwar jetzt einsetzen in Gleichung. Der Ebenengleichung, da oben. Dann sagen wir gut, 4 mal x1, so, das muss ich so stehen lassen, 4 mal x1 plus 3 mal, x2 habe ich gesagt, ist t, 3 mal t. Plus 0 mal S. Gut. Ist gleich 4. Jetzt habe ich das so gemacht. Eingesetzt. Jetzt stelle ich alles so um, dass x1 dasteht. x1 ist gleich. Also minus 3t und minus 0s. Ich mache mal ganz Tippeltappeltour. Minus 3t und minus 0s. Dann ergibt sich 1 2 4 x1. Ich ziehe mal das gleiche Zeichen rüber. Ist gleich 4. Minus 3t, minus 0s und das lasse ich jetzt mal weg. Ich lasse es einfach weg. Das wird mir zu blöd. Warum, werden wir gleich sehen, warum das so schön blöd ist. Ich muss noch alles durch 4 teilen. Machen wir das noch. Dann steht da x1 ist gleich 4 durch 4 ist 1, minus 3 durch 4. T, das steht noch da. Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Das ist das Schicke an der ganzen Sache. Wenn ich jetzt beigehe und sage, meine Ebenengleichung soll ja eigentlich heißen, E2 soll ja sein, und jetzt geht's los. Vorne so einen schönen X-Vektor, X-Vektor ist gleich, und das ersetze ich mal gleich, X1, X2, X3. Und jetzt wird's schön. Jetzt müssen wir mal eine ganz große Klammer schreiben, mal ein bisschen Platz lassen. Und jetzt gucken wir, x1 ist was? x1 ist 1 minus, ich mache es mal so, damit ich auf der Zeile bleiben kann, 3 Viertel t. Kommt noch was dahinter? Nö, lasse ich es frei. Gut, kommen wir zu x2 ist t. Dann schreibe ich das unter das t. Und zwar ist das 1 t. x2 ist 1 t. Und x3 ist s. Nichts weiter, nur gut. Hier hinten käme eine S-Spalte, hier stehen noch keine. Ja, das ist das.
Und jetzt sind wir in einer ganz beneidenswerten Lage. Jetzt können wir nämlich loslegen. Jetzt können wir sagen, das mache ich mal, Moment, muss ich mal vorbereiten, mache ich mal bunt. Hier vorne, das hier, das werden wir gleich sehen, was uns das bringt. Jetzt schreibe ich gut, also meine Ebenengleichung heißt, jetzt kann ich x1, x2, das habe ich eben der Übersichtlichkeit halber nochmal in den Zeilen nachgebildet. Jetzt schreibe ich gleich, komm, das ist der x-Vektor, ist gleich. Und jetzt geht's los. Und jetzt schreibe ich einfach 1, 0, 0. Warum? 1 von hier und 0, 0, weil nichts dasteht. So kann man sich das am einfachsten vorstellen. Gut, Klammer zu. Jetzt kommt Plus, kommen wir zu T. Ob ich T und S links und also vertausche, das ist vollkommen egal. Gut, und jetzt wissen wir, wir können ja aus diesem, das mache ich jetzt mal hellgrün. Das hier. Achtung, das alles ist T. Hier, diese Spalte heißt T. Vorsichtig das Minus mitschnappen. Ne? Und jetzt sagen wir gut, okay, machen wir weiter. Klammer auf. Achso, pardon. Ich wollte ja gleich ausklammern. Jetzt sage ich T mal. Und jetzt. Minus 3 Viertel. 1. Noch was? Nö, 0. Gut, Klammer zu. Ich mache es nochmal schnell grün, damit man sieht. Das ist es. Idealerweise. Und jetzt das nächste Ding. Gut. Plus S mal. Aha, was nehme ich denn jetzt? Ah, nehme ich das. S mal, und jetzt kommt das Stückchen hier, das wird hier reingemalt werden. Und dann sage ich, gut, ja, was steht denn da? Nichts heißt 0, nichts heißt 0, S, ein S. Und wenn ich S mal 1 nehme, habe ich hier wieder S zu stehen. So, und dann haben wir unsere Gleichung. Und die sollten wir uns mal skizzieren, aber ich mache an der Stelle nochmal kurz Pause. So, jetzt haben wir gesagt, wie sieht denn diese Ebene aus hier? Also, die sieht wie folgt aus. Wir haben gesagt, wir gehen erstmal in Orange hier. Ich habe ganz großzügige Einheiten gewählt. Gehen wir erstmal los. 1, 1, 0. 1, 0, 0 meine ich. Hier nur auf der X1-Achse bleiben. Jetzt von da aus, das ist unser Stützvektor, von da aus sagen wir. Gut, jetzt geht das Ganze los. Von hier aus müssen wir minus 3 Viertel auf der X1-Achse, also minus 3 Viertel heißt 3 Viertel zurück. Und von da aus noch einen nach rechts. Hätten wir das auch abgearbeitet. Nicht nach oben. Der resultierende ist aber der hellgrüne. Also dieser hier. Und den mache ich jetzt mal nochmal deutlicher. Das ist er. Das ist der echte eine Spannvektor. Den haben wir. So, und jetzt sagen wir, Achtung, vom Stützvektor aus, denn der geht ja bis hierher, unser P. Von da aus einen nach oben und nichts mehr. Nicht nach rechts, nicht nach links, nur einen nach oben. Und wie sieht jetzt unsere Ebene aus? Und das werde ich jetzt mal versuchen, noch farbig ein bisschen größer darzustellen. Hier oben in grün nochmal der parallele Vektor, Spannvektor, der hier unten liegt. Und jetzt nochmal in dunklerem Blau. Hier hätten wir unsere Ebene ein bisschen dünner gezeichnet. Also hier ist sie. So verrückt sieht das Ding aus. Und das hätte man nie geglaubt. Natürlich ist es eine Ebene, weil... Aber... So komisch sieht es so aus. Gut, ich mache nochmal Pause. Gut, soweit haben wir es geklärt. Unsere Ebene sieht also ganz anders aus als vorher vorgestellt. Jetzt haben wir eine ganz eklige, also eine ganz komische parameterfreie Form. Da steht nämlich bloß 12x3 ist 36. Ich ergänze die nochmal. Und zwar schreibe ich vorher wieder in Blau hin. 0x1 plus 0x2 steht ja eigentlich da. Und jetzt mache ich wieder normal weiter. Plus 12x3 sei 36. Naja gut, das x3, das kriege ich schon raus, das wird gar nicht so ein Problem sein. Aber was mache ich dann mit meiner Methode hier mit diesem frechen Einsetzen in die Klammer hier? Und was habe ich denn hier gemacht? Ich habe auch nichts weiter gemacht, als eine von den drei x1, x2 oder x3, hier ist x1, rausbekommen und mit dem Ding dann was angestellt, nämlich einfach reingemalt und reingeschrieben. Machen wir es mal. Wir wenden es mal auf dieses Ding an, ganz stur, und sagen, gut, dann sage ich einfach, naja, ich kann, so, welche, was nehmen wir mit R und S, welche nehmen wir? R ist gleich was und S ist gleich was. Was nehmen wir da? Machen wir Pause. Gut, wir müssen eine Lösung rauskriegen, nehmen wir mal x3. R ist gleich x3.
und schreiben jetzt einfach wieder um und sagen, na gut, und es ist dann nimmer x1, ich hätte auch x2 nehmen können, ist egal. Dann sagen wir also, gut, dann steht hier 0 mal s plus 0 mal x2, das bleibt so, da kann man nichts dran drehen. Und hier steht noch, das wäre, ja, 12 mal r ist gleich 36. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt weiterkommen. Wenn ich jetzt sage, na gut, hier 0, 0, 0, das kann ich mir schenken, r muss dann 3 sein, ne? R ist 3. Wie geht es dann weiter? Wenn wir jetzt ganz stur bleiben. Gut, wir sind jetzt soweit durch und jetzt haben wir noch Folgendes gemacht. Jetzt haben wir uns mal eine ganz widerliche Gleichung genommen, eben eine Gleichung, die hieß plus 12, x3 ist gleich 36 und haben die genauso verarztet. Mussten einfach bloß eben entsprechend die Nullen und so weiter ersetzen und haben dann hier aus unserem Schema, so wie wir bisher das gemacht haben, haben wir dann ganz locker unsere neue Parametergleichung für die Ebene gemacht und haben die gleich mal überprüft und haben dann rausgefunden, jawohl, tralala, Kreuzprodukt, dann kriegen wir hier auch einen normalen Vektor raus und so weiter und der deutet ja schon wieder auf die Ebenengleichung in parameterfreier Form hin. Ich mache das Video an der Stelle dicht und wir machen jetzt weiter mit einer anderen Aufgabe.